Hallo und herzlich willkommen bei 92.000 Games und zurück in Dungeons 3. Wir sind zurzeit noch so ein bisschen dabei, unseren Dungeon auszubauen. Ich sehe hier gerade noch jede Menge Gold. Das nehmen wir doch direkt mal mit. Mit zwei Zugängen. So. Die Snortlinge sind auf jeden Fall fleißig am Arbeiten. Da ist auch noch ein bisschen Gold. Schauen wir mal. Hier sind sie gerade noch am Lagern bzw. am Abbauen. Okay. So. Wir müssen noch immer Orte des Guten vernichten und wir müssen Wachgebäude von Twistram vernichten. So. Hier ist alles noch Gold. Das nehmen wir auf jeden Fall alles noch mit. Wir brauchen ein bisschen mehr Gold, denn wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Ochse. So. Wo haben wir denn nochmal die Forschung? Ich bin gerade blind. Da unten. So. Was kann man alles noch erforschen? Das Versteck haben wir erforscht. Wir brauchen noch Bösartigkeit. Hoffentlich hat niemand Arachnophobie. Ein Spinnennest wurde nämlich entdeckt. Spinnennest? Wo? Guck ich gleich. Habt ihr denn das Spinnennest gefunden? Ist? Ach, da oben. Okay. Ein Raum im Untergrund wurde freigelegt. Ah, einen Schatzraum haben sie gefunden. Okay. Gut, wo haben wir denn? Da haben wir einen Ork. Da haben wir einen Ork. Ja, denn. Ach, da haben wir auch noch einen. Das sollte reichen. Da, macht sie mal platt. Genau. Sehr schön. Spinnen sind tot. Da kommen die Schnottlinge wieder zurück. Um alles hier sauber zu machen. Was haben wir denn hier? Ah, sehr schön. Und, ja, warum nicht, ne? Ah, okay. Dann kriegst du das. Sehr schön. So. Wieder jede Menge Gold hier hinten. Der gut gerüstete. Ah ja. Oh, das lohnt hier jetzt gerade. Das wird auf jeden Fall eine neue Schatzkammer. Spinnen haben sich im Untergrund breit gemacht. Ach, schon wieder. Wo denn? Ah, da. Ein neuer Raum wurde im Dungeon entdeckt. Wieder ein Schatzraum, sehr schön. Meine Güte. Hier gibt es aber viel Gold. So. Das hier wird auf jeden Fall eine Schatzkammer. Du. Es ist Zahltag. Sie stampfen den Boden, im wahrsten Sinne des Wortes. Den Raum aus dem Boden. Oh meine Güte. Ich finde das lustig. Okay, so. Ganz wichtig, solche Steine bauen sie nur ab, wenn drumherum eine Schatzkammer ist. Dann aber automatisch, man muss sich gar nicht drum kümmern. Ah.
da machen sie gerade noch das Nest kaputt. Sehr schön. Perfekt. Okay. Das kann ich jetzt aber erstmal ignorieren. Hier hinten transportieren sie gerade noch das letzte Gold ab. Erstmal in den Thronsaal, warum auch immer. Hier hinten sind unsere Krieger gerade am Ausruhen. Talia ist hier auch noch so ein bisschen am Rumlaufen. Da haben wir noch ein bisschen Gold übersehen, das sie sich noch holen müssen. Sehr schön. So. Hier schaffen wir jetzt mal eine Abkürzung. Da ist auch noch Gold. Sehr gut. So, was haben wir noch an Räumen? Nichts, was ich sonst noch bauen könnte. Nö. Gut. Ich kann ein leeres Feld wieder zuschütten oder ich kann einen Bau wieder demolieren. Das möchte ich aber im Augenblick noch nicht. Er gräbt sich jetzt erstmal durch und lässt das Gold liegen. Es wird später abtransportiert. Sehr schön. Die sind hier noch ein bisschen am Erkunden. Okay. So. Arbeite schneller. Du auch. Jetzt sind sie aber fix. Wow. Du auch mal ein bisschen fixer hier. Okay, Schwibbeladen können sie nicht schneller laufen. Ich schaue mich noch einmal ganz kurz ein bisschen um. Da ist noch Gold. Zugang direkt legen. Der Raum ist schon fast direkt voll. Meine Güte. Okay, so. Hier haben wir auch noch Gold. Immer alles mitnehmen. Und ja, ich lasse mir lieber immer ein bisschen Zeit zum Aufbauen. Schatzräume sind fast voll. Da ist auch noch was. Hier haben sie noch nicht weggeräumt. Da sehe ich was glitzern. Das nehmen wir natürlich alles mit. So, hier hinten lassen wir einmal kurz aufräumen. So. Arbeite. Session. Das umtriebige Böse hatte ein Drachennest angegraben. Ups. Wo? Wo? Hier ist nix. Moment. Ach, da. Aber der macht nix. Wie ist es? Jungs, euch hätte ich mal gerne. Was seid ihr denn? Ach, ihr beide seid gerade am Heilen, okay. Gut, dann hole ich mir halt die Chefin. Befehligt mich! Da ist noch einer. Nehme ich alles mit. Na, wo war's denn jetzt? Da. Sehr schön. Hier noch ein Quergang, da ist nämlich auch noch Gold zwischen. Währenddessen gucken wir mal kurz hier unten. Hier haben sie alles ausgegraben. Aus einem aus Versehen angegrabenen Raum strömen zahlreiche Spinnen. Pfui, Spinne. Das war so klar. Okay, wir greifen sie von oben an. Ups, da ist ein großer Goldraum auf jeden Fall noch angegraben worden. Du gehst jetzt mal hier hin. Mach sie platt, bitteschön. Danke. Aua! Der steht nicht mehr auf. Auch hier unten werde ich den gleichen Schatzraum auf jeden Fall ausweisen. Aber erstmal gehen wir das noch abbauen. So, das auch noch. Und das. So.
dann sind die Wege teilweise sicherlich auch ein bisschen kürzer. Diamantader unendlich. Sehr schön. Mehr Geld. So. Hier sind sie noch am Abtransportieren. Da sind sie noch am Abbauen. Schatzraum bitte. Danke. So und so. Es ist Zahltag. Ja, ist okay. So, dann baut mal. Sehr gut. Das Gute ist, wir müssen das ganze Gold, was jetzt hier liegt, nicht mehr abtransportieren, weil es ja schon im Schatzraum liegt. So. Sehr schön. Das sieht erstmal ganz gut aus. Hier unten habe ich noch nicht erforscht, aber man muss es ja auch nicht auf Verdacht tun. Denn ich habe schon mehr als genug Gold, was hier überall rumliegt. Oh, hier können sie noch eine Reihe abbauen. So. Das sieht ansonsten ganz gut aus. Hier oben, würde ich sagen, richten wir nochmal einen Schatzraum ein. Machen das Ganze auch noch ein bisschen schöner. So. So. Okay, ich würde mal sagen, so circa die Größe. Das auch noch abreißen. Da kommen sie. So, dann habe ich in allen Ecken des Dungeons auf jeden Fall einen Schatzraum. Und sie werden auf jeden Fall all diese Steine hier abbauen. Nach und nach, selbstverständlich. So. Jo, da noch, da noch und da noch. Danke. Ja, stampft den Boden fest. Macht ihr gut. Nein, funktioniert nicht. Okay. Ich finde das immer hübsch. So, Jungs und Mädels, dann sammelt mal die Schätze auf, damit sie hier gelagert werden können. Gut, so. Ich würde sagen, das hier machen wir wieder zu. Genauso, ja, wie das hier. Damit Feinde dann gegebenenfalls direkt zum Thronsaal geleitet werden. Gut. Dann machen wir das doch mal. Oder wir machen den Weg zum Thronsaal zu, damit sie über Umwege geleitet werden. Ja. Das machen wir doch mal. Den Weg zu dem Schatzraum machen wir hier zu. Na, nein, den nicht. Das war doof. Das da möchte ich. So, dann sind die Wege ein klein bisschen länger und sie kommen nicht so schnell an Schätzen vorbei. Ha! Sehr schön. So, Freunde der Nacht. Dann macht euch mal auf den Weg. Gebt eure Befehle. So. Gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Da geht's nirgendwo mehr hin. Gut. Was haben wir denn hier oben? Da ist auch nichts mehr. Okay. Blendende Lichtstrahlen trafen die Kreaturen des verwegenen Bösen. Kurz kniffen sie die Augen zusammen im Angesicht dieser widerwärtigen Helligkeit. Schließlich grinsten sie aber zufrieden. Endlich konnten sie den Krieg zu den Gutmenschen tragen und mussten sich dieser nicht nur im Dungeon erwehren. Was ist denn hier los? Ich spüre
spüre eine Erschütterung der Macht. Das Treiben des auffälligen Bösen und seiner Schurken war nicht unbemerkt geblieben. Tatsächlich war die Spur der Zerstörung, die sie hinterließen, auch für einen Blinden kaum zu übersehen. Wie es diesen trotteligen Helden zu eigen war, schickten sie einen kleinen Spähtrupp los, der sich umsehen sollte. Männer, ausrücken! Seht euch mal um und berichtet mir dann! Ich würde euch ja gern begleiten, aber ich bringe mir gerade selber Banjo-Spielen bei. Ja, natürlich. So, schauen wir uns ja immer ganz kurz um. Da kommt er irgendwie... Ah, da kommt er durch den Wald hin. Okay. Hier lang. Den Pfad hatte ich übersehen. Die Armeen des Bösen erreichten einen dieser widerwärtig guten Orte, die die Zerstörung von Twistram überlebt hatten. Das eiskalte Händchen, ich meine Böse, würde sich sofort darum kümmern. Ja, und zwar zuerst auf die Novizin, die Heilerin. Es ist Zahltag. Ja, nee, immer noch nicht. Oh nein, das Studio ist abgebrannt. Hier wollte ich doch heute Abend noch Pilates machen. Der kleine Ort des Guten war zerstört und in einen Hort der Bösartigkeit verwandelt worden. Risse bildeten sich an der Oberfläche und aus dem Innern drang etwas erraten. Böses nach oben. Diese Bösartigkeit in praktischer Kugelform war der süße Lebenssaft, der durch die Adern des personifizierten Bösen waberte. Er stimulierte die Armeen des Bösen und ließ dessen Macht anschwellen. Abseits von diesem hochtrabenden Blabla ohne jegliche Auswirkungen im Spiel war es eine weitere Ressource, die hauptsächlich oder ausschließlich für mächtigere Forschungen benutzt wurde. Köstliche Bösartigkeit floss in das Herz des Dungeons und erfüllte es mit Macht. Neue Forschungen waren damit zugänglich, die dem Dungeon zu noch immenserer Stärke verhelfen würden. Sofort machte sich das ungeduldige Böse daran, etwas zu erforschen. Das fortschrittssüchtige Böse hatte eine neue Forschung freigeschaltet und machte sich ohne größere Umschweife daran, diese auszuprobieren. Ja, genau. Meine Kreaturen sind jetzt gerade erstmal noch am Heilen. Ich möchte aber noch ein paar Nagas haben. Das sind nämlich die Heiler. Und ja, ihr könnt sehen, warum die nützlich sind, oder? Sind nämlich direkt dabei, meine Leute zu heilen. Das verkürzt die Regenerationszeiten auf jeden Fall massivst. So, weitere Räume habe ich gleich noch nicht bekommen. Wir sammeln jetzt automatisch Bösartigkeit. Das ist sehr gut. Wir überlegen. Nein, können wir noch nicht. So, wir können sie mächtiger machen. Ich würde aber erstmal Talia auf jeden Fall speichern. So. Sie ist hier noch auf jeden Fall am Heilen. Das ist sehr gut. Jetzt können wir den Leuten hier erstmal was futtern gehen. Wir sollten auf jeden Fall genug Chicken Wings für alle haben. Miam, miam, miam. Okay. So. Da werden wir auf jeden Fall gleich wieder rausgehen. Im Augenblick sind die Herrschaften hier immer noch am Einlagern unserer Schätze. Okay, wir haben vielleicht doch ein bisschen viel auf einmal abgebaut. Hust. Sorry. Gut, ich schaue mich gerade mal ganz kurz um, ob ich hier noch irgendwo Gold glitzern sehe. Hier unten wird sicherlich noch irgendwo was sein, aber ich werde jetzt nicht einfach auf Verdacht hier graben. Das sieht alles ganz gut aus. Nein, nirgendwo mehr was zu sehen. Sehr schön. So, dadurch, dass wir hier einen kleinen, längeren Laufweg geschaffen haben, haben wir es auf jeden Fall gerade noch geschafft, die Helden abzufangen, die auf dem Weg zum Thronsaal waren. Ich überlege, den Zugang hier auch noch dicht zu machen und das mache ich auch. So, haben zwar meine Kreaturen auch ein bisschen längeren Laufweg, aber sind wir ganz ehrlich, who cares?
So, den machen wir auch noch zu. Dann müssen sie ganz unten durch, um da hinzukommen. Ja. Finde ich besser. Da muss ich mir nicht ganz solche Sorgen machen, so auch wenn ich unterwegs bin. Sehr schön. Habt da gut gemacht, Leute. So, meine Leute sind wieder geheilt. Das heißt, ich schnapp sie mir alle und raus. Ach ja, diesmal mit Nagas. Wir sind auf dem Weg. Lalalala. Ach, diese hübschen Pilze hier. Drei kleine Schweinchen. Da kommt uns wer entgegen. Ach Gott, sind diese Nagas praktisch. Ganz ehrlich. Da ist noch wer. Ja, zuerst immer auf die Novizin. So. Ja. Sehr gut. Macht er toll, Leute. Was haben wir hier denn noch? Ach, hier oben ist der. Okay. Dann würde ich sagen, zuallererst mal ganz kurz dahin. Den Weg, den wir im Quest davor genommen haben, zurück. Ach ja, Bösartigkeit wird weiter gefarmt. Die Macht durchströmt mich. Ja, erstmal kämpfen. Ach, gut macht das, ihr Lieben. Da ist noch einer. Zahltag. Ich bin die Königin des Bösen. Ja, wenn du meinst. So, da ist noch so ein ekelhaft guter Ort. Hey. Erstmal hier hoch, bitte. Das sammelt ihr bitte fix ein. So, wie kommen die denn hier hin? Ach, über den Weg, wo ich gerade schon war. Okay. Naja, die Herrschaften kommen uns ja entgegen. Kurz wieder sammeln. Seid ihr denn? Da sind sie. Attacke. Sehr schön. Attacke. Auch die zweite Insel des Guten wurde von den Horden des strategisch versierten Bösen gnadenlos überrannt und in eine Bösartigkeitsinsel verwandelt.
Schon bald würde hier weitere exquisite Bösartigkeit an die Oberfläche tropfen. Ausgezeichnet. Ein herrliches Sprachbild. Es tropft aufwärts. Da muss man erst mal drauf kommen. Noch besser als in Dungeons 2, für das ich an dieser Stelle natürlich keineswegs Schleichwerbung machen möchte. Nein, ebenso wenig wie für sein grandioses Add-on würde ich nie tun. Natürlich nicht. Die Armeen des Bösen? Hier? Verdammter Mist. Wie ist denn das passiert? Wird wohl Zeit, die schweren Geschütze aufzufahren. Los, Männer, bereit machen, um Welle für Welle anzugreifen. Entschuldigung, Sir. Wäre es nicht sinnvoller, wenn wir alle auf einmal angreifen würden? Wo bleibt da der Spaß? Welle für Welle. Das ist eine Strategie mit Brusthaar. Dank der minderen taktischen Finesse des Gegners war dessen Vernichtung quasi alternativlos. Es war also bereits Zeit, für die Siegesfeier zu dekorieren, Bier zu besorgen und orkische Tänzerinnen anzuheuern. Na gut, orkische eher nicht. Mir schaudert bei dieser Vorstellung. Mit denen werden wir spielen, fertig. Überlasst sie mir. Also ich meine, haltet sie auf und steckt ihre Schläge ein, während ich sie mir vornehme. Gut, natürlich einmal zwischendurch auf den Rückweg machen, um einfach ein bisschen abzusichern. Oh, da muss aber gleich erstmal ganz kurz rein. Bei der Göttin des Lichts, was ist denn hier passiert? Die ganze Stadt ist verwüstet. Dort drüben habe ich gestern noch ein Bier getrunken. Ja, das meinte ich nämlich. Einmal fix zurück in den Dungeon, um ihn zu verteidigen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Das machen wir nämlich ganz einfach. So, 1, 2, 3 und 4. So, nein, ihr haut jetzt gerade mal nicht ab. Ihr verteidigt hier. Wo sind sie denn? Da. Und da kommen meine restlichen Truppen, die direkt gleich mit zuhauen werden. Sehr gut, so. Während meine Truppen kurz Pause machen, schaue ich mich einmal ganz kurz um. Der Schatzraum läuft auf jeden Fall ganz gut hier. Habe ich hier hinten einen weiteren Weg? Nein, habe ich nicht. Dann erschaffe ich den ganz kurz. Grab da mal. Es ist Zahltag. So, und währenddessen möchte ich, dass auch hier zugeschüttet wird. Danke. Geht natürlich erst, wenn hier hinten der Ersatzweg geschaffen ist. So. Und auch hier bitte noch einen zweiten Weg schaffen. Ich möchte, dass die Herrschaften einen sehr langen Weg zu meinen Schätzen haben. So, da wieder zumachen. Danke. Ja, die beiden graben sich aufeinander zu. Mach schneller. Sehr schön. Macht ihr gut, Leute. Das Tolle ist, zum Wegbringen müssen sie schon fast in den anderen Schatzraum. Oh Mann. Den hier noch ein bisschen erweitern, würde ich sagen. Ich warte jetzt ja nur, ob bis meine Viecher auf jeden Fall regeneriert sind. Mehr mache ich ja nicht. So, Leute, erweitert. Die beiden auch noch.
Sehr schön. Macht ihr gut. So. Das gefällt mir doch schon besser. Oh, da ist es noch nicht. Da. Wie schaut's aus mit der Versorgungslage? Wir haben noch 37 von den Viechern auf jeden Fall über. Alle haben genug zu futtern. Die Herrschaften machen Pause. Gut, dann können wir ja weitermachen. Nein, nicht da. Da. Und weg. So, Freunde der Nacht. Was soll ich tun? Ja. Wir müssen noch 3 Orte uns holen. Die sind alle hier hinten. Fangen wir hiermit an. Ist am nahesten. So. Während meine Herrschaften sich auf den Weg machen, kommt ihnen direkt schon mal was entgegen. Ihr sollt euch schon wehren. So ist das ja nicht, ne? Ist ja vielleicht ein bisschen unter eurer Würde, aber, ne? Wehren solltet ihr euch schon. Da biegen sie um die Ecke und direkt drauf. Nein, auf die Magier bitte zuerst. Ja, das macht ihr gut. Und auf ging's, Leute. Unsere Nagas heilen derweil. Sehr gut. Während sie das machen, bin ich ein bisschen am Forschen. Die dunkle Macht erfüllt mich. Sehr schön. Okay. Und mit dieser grandiosen Eroberung und weiteren Zerstörungen machen wir für heute aber auch mal Schluss, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein wenig Spaß mit mir. Ich persönlich hatte es auf jeden Fall, denn ich liebe dieses Spiel. Wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Macht's gut. Ciao.